Uli Gack ist in Beirut. Uli, wie realistisch ist denn die Hoffnung auf Veränderung im Libanon? Na, solange die politische Elite einen Haufen Geld mit diesem System verdient, eigentlich eher wenig. Die Delegation heute hat bei dem Staatspräsidenten eine gewisse Realitätsferne festgestellt und hat auch gesagt, er hätte den Schrei der Straße möglicherweise nicht gehört. Das ganze Elend liegt im Proporzsystem des Libanon, gut gemeint nach dem Bürgerkrieg, in dem alle politischen und religiösen Gruppen an der Macht teilhaben sollen können. Aber es gab eben keine parlamentarische Kontrolle. Dieser Webfehler rächt sich heute. Jeder, der ein Amt hat, bedient sich selbst und seine politische Klientel. Das Land selbst geht dabei den Bach runter. Und radikal-islamistische Organisationen wie die Hisbollah, vom Iran ferngesteuert, gieren sich hier als der Staat im Staate. Das Symbol dieses gesamten Niedergangs könnte die Explosion der vergangenen Woche sein. Fast alle haben gewusst, dass da unten fast 30.000 Tonnen hochbrisantes Material liegen. Aber weil sich mit diesem Zeug eben nicht auf die Schnelle viel Reibach machen ließ, so sieht es aus, hat sich niemand darum gekümmert. Das Resultat ist bekannt. Vielen Dank für die Einschätzung. Uli Gack war das in Beirut.